Willkommen zurück zum Let's Play Half-Life 2. So, wir machen direkt nahtlos weiter. Ich habe nicht heimlich weitergespielt. Habe ich halt wirklich nicht. Ja, und dann wollen wir mal gucken. Neue Aufnahmesession. Wobei ich jetzt nicht allzu viele Folgen aufnehmen werde, weil ich beim letzten Mal schon so viel vorher aufgenommen habe und die sind noch nicht weg. Quasi, die sind noch nicht alle veröffentlicht zu diesem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme. Und ich will ja auch keinen allzu großen Vorsprung haben, damit ich zumindest so ein bisschen auf eure Kommentare, wenn denn welche kommen, eingehen kann. So, jetzt sehe ich schon wieder, dass ich hier nicht weiterkommen werde. Oder nicht mehr zurückkommen werde. So, das meine ich. Deswegen nehme ich mir direkt mal die Munition und den ganzen anderen Babel und warum mache ich das eigentlich nicht mit, mit der tollen Gravity Gun, die ich so mag? Damit geht das doch eigentlich schneller. Zack. Und zack. Hervorragend. Ich glaube, ich habe meine Maus zu viel empfindlich eingestellt. Moment. Ja, so. Das könnte so hinhauen. Okay. Ja, ja. Gamer-Probleme. Ich weiß nicht mehr, wo das... Achso, die Munition habe ich ja hier vorne hingeworfen. Da. Exakt. Ah, ich höre schon. Ah, hallo. Nein, nein. Komm. Stirb, stirb. Okay, da ist eine Shotgun. Ich nehme mir erstmal nur die Munition. Gott sei Dank, okay. Anscheinend ist die Shotgun voll. Oh Gott. Jetzt komme ich hier wieder nicht vorbei, ohne das Heilpack zu nehmen, oder? Doch, okay. Oh! Eine Ladezeit, das war jetzt nicht, das habe ich nicht erwartet. Okay, also. Okay. Oh Gott. Ja, also in dieser Szene werde ich mir diese Fässer aufheben. Ich erinnere mich, was hier passiert. Ich werde es euch natürlich nicht spoilern, falls ihr das Spiel tatsächlich noch nicht kennen solltet. Was ich eigentlich nicht glaube, aber... Wenn ihr dieses Let's Play guckt, dann habt ihr wohl offenbar ein Interesse an Half-Life 2 und ihr habt es höchstwahrscheinlich auch schon mal selbst gezockt oder zumindest gesehen. Deswegen gehe ich davon erstmal aus. Oh. Oh! Natürlich wieder die ganz schlimm. Komm, stirb. Ah, ja. Au! Ja, jetzt haben wir es auch mal gesehen. Aber keine Angst. Ich heile mich direkt wieder. Also für die Typen nehme ich am besten immer ein Fass. Ach, das geht ja jetzt schon los. So. Das war das. Aber ich habe ja in Erinnerung, dass hier noch deutlich mehr passiert. Warum habe ich jetzt... Hä? Wovon habe ich denn jetzt Lebensenergie abgezogen gekriegt? Hat mich irgendwer von denen erwischt? Ja, ich glaube, das war eine Endlosschleife hier. Deswegen ist es auch in meiner Erinnerung geblieben. Ich habe gekämpft und gekämpft und es ist nichts passiert. Dabei musste ich einfach weiterkommen. Ja, wir haben die ein oder andere Falle. Ich gehe trotzdem... Hier trotzdem erstmal hoch. Ja, hallo. Oh, nicht der. Geht der eigentlich schnell tot, wenn ich den haue? Ja, relativ. Ist denn das... Ach, da unten hängt schon wieder so ein Typ rum. Das nehme ich ja gleich mal und haue den Typen da unten weg, weil die gehen mir nämlich auf den Sack. Weil die diese schwarzen Teile nämlich durch die Gegend werfen. So. Ja, die gehen aber auch leider nicht so schnell tot. Na, oh, die Nau springen runter. Ja, ihr seht, der frisst einfach mal fast ein Magazin. Ah, das ist ja noch einer. Okay. Ich kann ja mal die Granaten werfen, die ich die ganze Zeit mitschleppe. Und jetzt kriegt er von vorne und von hinten. Also wenn der jetzt nicht gestorben wäre,
dann wäre ich echt sauer gewesen. So, okay. Einmal speichern und hinüberspringen. Na, jetzt klappt es natürlich, ne? Ist wieder typisch. Ich nehme am besten mal die Schrotflinte, weil ich glaube, hier kommen manchmal diese etwas schnelleren Zombies hoch. Wobei das bis jetzt nicht der Fall ist. Viel Spaß. Ah, da ist er mir vorbeigesprungen. Das muss ja sehr ärgerlich sein, wenn er jetzt den ganzen Weg nochmal laufen muss. Tja, aber was kümmern mich die Probleme von Kopfkrabben? Was sollte ich jetzt hier nochmal machen? Ich muss mir jetzt erstmal im Klaren darüber sein, was ich jetzt eigentlich hier machen muss. Damit ich weiterkomme. Okay. Ah, eine Plattform. Okay. Das ist ja schon mal gar nicht so verkehrt. Die kriege ich. Kriege ich die? Au. Achtung, Blutgifte diagnostiziert. Blutgifte vor allem, dass ich das überhaupt überlebe. So, kriege ich das Teil jetzt hierher oder nicht? Nee, kriege ich nicht. Ich muss irgendeinen Knopf drücken. Und das Teil brauche ich, also diese Plattform brauche ich, um darüber zu kommen. Das habe ich jetzt so gerafft. Ah, guck mal, mir fällt gerade auf, wenn man gebissen wird von denen, dann wird nicht die komplette Energie wieder aufgefüllt. Das habe ich falsch in Erinnerung gehabt, okay. Also 5 Lebensenergie verliert man auf jeden Fall. Was zum... Was? Ich muss kurz überlegen, Moment. Also ich gehe mal davon aus, dass da drin die Steuerung für diese Plattform ist. Aber wie komme ich da hin? Muss ich mir da irgendwas basteln, damit ich da hochkomme? Hm. Oder komme ich da... Ist da hinten vielleicht ein Eingang? Das gucke ich mir mal näher an. Mal die Schrot... Ich nehme immer die Granaten. Schrotflinte ist auf 4. Himmel nochmal. Okay, dann gucke ich einfach mal. Ich speichere. Nur für den Fall, dass mir hier zu viel Lebensenergie abgezogen wird für meinen Geschmack. Ah, ja, guck mal, hier geht's tatsächlich. Ah, okay. I see. Da ist der Knopf. Ja, das hätte ich jetzt eh nehmen müssen. Ist egal. Das andere kann ich dafür jetzt runterwerfen. Hat alles seine Vorteile und Nachteile. Dich zünd dich mal an. Wer kam da jetzt? Ich habe ihn nicht gesehen. Ist hier drin noch irgendein? Ja, guck mal. Dann setzen wir den auch gleich in Brand. Und eins haben wir noch. Hinten kommt wieder einer. Ach. Ja, jetzt war die Plattform natürlich im Weg. Okay. Egal. Kein Problem. Ich bin ja Profi. Nicht. Aber egal. Jetzt muss ich erstmal hier hoch und dann hier rüber und hierher. Ich glaube, dieses Spiel eignet sich auch hervorragend als Speedrun. Es gibt bestimmt Cracks, die haben das innerhalb weniger Minuten wahrscheinlich durchgespielt, weil sie noch irgendwelche Sachen gefunden haben. Irgendwelche Bugs oder so. Warum ist das so rutschig da drauf? So, jetzt kommen wir hierher. Ah, ich höre schon, ich höre schon. Ist noch einer? Weil der ist aus irgendeinem Grund runtergesprungen. Ja, es, wenn man mich sieht, springt man gerne vom Dach, aber das ist doch... Das muss man doch jetzt nicht hier so... so provokant machen. Wo waren das jetzt, die beiden? Oder? Ach, da ist er ja wieder. Guck mal. Hättest du den nicht noch killen können? Du hast ja anscheinend mehr Muni als ich. Du sprichst nicht mehr mit mir, ha? Huh? Okay, ich sehe schon. Ihr könnt mich alle mal. Haben wir wieder ein paar Sägen, das ist schön. Die haben wir auch gleich gut gebrauchen. Eine haben wir noch.
So, komm her. Okay. Also, wir haben wieder was zum Anzünden. Oh, wir sind schon ein bisschen nah. Das ist mir jetzt zu nah. Oh, fröhliches Brennen. Das ist natürlich am besten, wenn die Säge da landet, wo ich auch wieder mit der Gravity Gun hinkomme. Die brauchen einfach zu lange zum Sterben, wenn die nur angezündet werden. Ganz eindeutig. Oh, wieder eine Ladezeit. Ist unfassbar, wie viele Level wir durchspielen mit... In einer Folge, ne? Das ist ziemlich krass, weil die Levels halt auch alle so klein sind. Aber das hält die Ladezeiten auch schön kurz. Das war wahrscheinlich das Hauptthema bei der Entwicklung. Weil ja bei Half-Life... Hallo? Weil ja bei Half-Life 1 auch die Ladezeiten so schön kurz waren, eben weil die Levels so klein waren. Zack! Okay, welcher ist jetzt der Weg welcher? Hä? Hier kommt... Also die Tür war aber vorhin nicht offen, oder? Kann ja nicht. Sonst hätte ich ja das Ganze hier abkürzen können. Vielleicht hätte man sie aufmachen können. Das weiß ich natürlich nicht. So, hier ist nichts mehr. Habe ich da gerade eine Kopfkrabbe gesehen? Ja, habe ich. Und jetzt habe ich sie auch gehört. Oh, da sind sogar noch mehr. Wo ist die andere Säge? Ist die Säge. Hä? War hier nicht noch eine? Och Mensch. Ja, komm mal her, dann machen wir es halt hier mit, hier ist noch eine. Noch eine! Sag ich, verseuch dir! Komm her! Viehzeug. So. Anscheinend gibt es hier nichts Interessantes mehr. Nö. Okay. Ist schon okay. Schon gut. Ja, ich will keinen Holzsplitter. Der bringt mir hier herzlich wenig. Ah, da vorne kommt wieder einer von diesen von der schnellen Sorte. Ja, der war genauso schnell auch tot. Sehr schön. Aber ich nehme an, das wird nicht der einzige gewesen sein. Ja, ist, sagte er, und es war schon vorbei. So. So. Hier sind überall wieder diese... diese Abflussrohre, nennt man das so? Ich habe keine Ahnung. Das heißt, wir werden wahrscheinlich irgendwann da oben landen und dann von diversen dieser Viecher aufs Korn genommen werden. Au! Ich hasse euch! Okay, komme ich jetzt irgendwie noch an diese... an die Säge ran? Ja, genau. Mensch, jetzt nimm diese blöde Säge! Ist denn das die Möglichkeit? Komm her jetzt hier. Ich will, dass du stirbst. Geht doch. Hat da wer gelacht? Okay, spult mal zurück. Hat da irgendwer gelacht gerade? Oder bilde ich mir schon Sachen ein? Oh Mann. Okay, also. Wir sind hier. Wir bleiben hier. Achso, ich kann mich mal kurz heilen. Das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so schlecht. Bevor ich die Folge hier beende. Mensch. So. Wieder schön voll. Und dann kann es in der nächsten Folge mit frischen Kräften weitergehen. Wir sind noch eine Weile hier in Ravenhorn. Darauf könnt ihr euch verlassen. Ja, dann hoffe ich, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns alle in der nächsten Folge wiedersehen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.